Ach, das ist dein Tier die ganze Zeit. Ich hab doch gesagt, ich habe so einen coolen Lindwurm. Der ist cool, ne? Ja, passt nicht zu dem, was du schön nennst, aber naja. Ich weiß. Das war auch einfach nur wieder was anderes. Ich habe noch kein Lieblingstier gefunden. Ich glaube, in die Gebiete müssen wir erst noch vordringen. Ach, und du weißt übrigens wieder, wie man zähmt? Ja, das wird dir angezeigt, wenn es geht. So, Belohnung. Unheilvoller Glyphenhorn der Qual. Die Verwendung von Kriegshorn erfordert die Elite-Spezialisierung. Stufe 80. Ja, danke für nichts. Mächtige Betrüger-Schulterschutz von Ratasum. Rüstungsklasse nicht von eurer Klasse verwendbar. Cool. Mittel, wäre was für dich. Ja, cool. Ich habe auch Stiefel für dich wahrscheinlich. Ja, und ich habe Blaubeeren noch bekommen. Verteidigung. Und ich habe einen Schwarzlöwen-Truhenschlüssel. Und 40 Holz. Und wisst ihr, was das Coolste dabei ist? Ich habe sogar eine Schwarzlöwentruhe. Schon wieder? Ja. Wo nimmst du den ganzen Scheiß her? Keine Ahnung. Loote. Oh, ich habe übrigens Post bekommen. Seid gegrüßt. Eure Heldentaten in Kildirnwald haben sich überall herumgesprochen. Und eins dürfte jetzt ganz klar sein. Niemand ist so entschlossen und fähig wie ihr. Da draußen wartet eine ganze Welt auf jemanden wie euch. Macht weiter so. Club der Exploratoren Tyras. Okay. Teleport zum Freund. Oh. Wie Teleport zum Freund? Habe ich gerade bekommen. Und, interessant, also irgendwie Materialien. Was habe ich hier? Ich habe gar nichts bekommen. Ich habe einen, hey, hast du gut gemacht. Nein, also nicht mit dem, nicht den Brief meine ich nicht. Den habe ich gerade noch gar nicht aufgemacht. Achso. Oh, zwei Briefe jetzt so. Ach, da. Yay, yeah, die sind sogar besser. Warte, ich antworte mit Stiefeln. Ich brauche eine neue Hose, ey. Meine Hose kotzt mich an. Deine Hose? Zieh sie doch aus. Heute sind wir ganz besonders witzig. Ja. Ich habe schon ein paar noch so ein paar sehr lustige Sachen gebracht. Also so in Anführungsstrichen. Soll ich mal was sagen? Ja. Oh. Das sind genau die gleichen Schuhe, die ich derzeit trage. Oh nein. Doch. Ja. Dann ist das halt so. Was wollte ich? Ich wollte meine Mini-Kreatur eigentlich rausholen. Schweinerei. Sind das schon deine neuen Schultern? Nein. Zeig mal. Warte. Ach, hier. Mehr Minis kaufen. Nein, keine Minis kaufen. So, mein Schakal erstmal rausgeholt. Die Schultern muss ich erstmal wiederfinden. Da. Oh. Nee. Sind doch schlecht, oder was? Hä, aber die waren doch gerade eben noch grün. Oder ich habe sie schon getauscht. Keine Ahnung. Das finde ich jetzt komisch. Also als ich die angeguckt habe, waren die grün. Ich glaube, das sind schon die neuen Schultern. Oder? Nee, sind sie doch nicht. Oh. Ja gut, dann haben wir uns jetzt beide sinnlose Sachen zugeschickt. Toll. Ups. Ja. So, damit haben wir jetzt eigentlich das Gebiet komplett fertig, richtig? Ja, wir haben ja die Truhe bekommen. Das heißt, wenn wir da oben lang gehen würden, wäre da nur ein Portal. Ja, jetzt können wir uns zwischen zwei Gebieten entscheiden, ne? 15 bis 25 sind beide. Ja. Oder wir gehen in die Provinz Metricia, in das Anfangsgebiet einer anderen Stadt. Ja, aber das ist ja 1 bis 15, ist ja voll langweilig. Nein. Wir machen aber das einfach so, einer geht nach links, einer geht nach rechts. Ja, natürlich. Tschüss, das war's mit Let's Play Together, ne? Wir spielen jetzt alleine. Nein, ich wäre aber dafür, dass wir dann nach links gehen, weil in dem anderen, da komme ich gerade mit meinem Mensch hin. Das wäre irgendwie blöd. Wenn ich da jetzt zwei Gebiete, also wenn ich jetzt mit beiden
jeweils das gleiche Ja, Spiel würden. aber wenn wir jetzt nach links gehen, müssen wir im Endeffekt ja nach rechts. Weil wenn wir jetzt nach links gehen, kommen wir nur in 80er Gebiete. Wenn wir jetzt nach rechts gehen würden, würden wir auch in die 25 bis 35 Gebiete gehen und die 35 bis 45 Gebiete. Ja, na, das können wir doch von Löwenstein dann immer noch machen. Weißt? Oder durch die anderen Gebiete durchlaufen oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mir ist Wurst. Wir können auch nach links, wir können auch nach rechts gehen. Na, was ist das hier überhaupt für eine Fiole? Keine Ahnung. Er musste mal über das Dings gehen. Nächste Belohnung ist Kartenboni. Fiole mit schwachem Blut. Bei dem anderen würden wir glänzende Sphäre bekommen. Keine Ahnung. Chat, sag mal was. Ja, genau. So, die Zuschauer dürfen nur sagen, wo es besser ist. Es ist gar nicht so einfach, das rauszufinden. Also, ja, zu überlegen, was man haben will. Vor allem möchte ich auf jeden Fall noch die anderen Gebiete irgendwann erforschen. Ja, können wir ja machen. Also offscreen. Ja, ja, klar. Einmal durchlaufen, alles mitnehmen. Ja, können wir gerne machen. Die wollen sich auch nicht entscheiden. Ja, dann gehen wir erstmal nach links und dann gehen wir nach rechts. Gehen wir von Löwenstein ins 25-35 Gebiet. Ja. Ja. Yay! Also Wegmarke Berg, Suhlen, Sumpf. Wobei ich ehrlich gesagt Krüter nochmal sehen würde. Aber egal. Krüter war halt das Anfangsgebiet von Guild Wars 1. Was würdest du denn? Ja, wie gesagt, wir können auch die andere Richtung gehen. Hey, lass uns nach links gehen, alles gut. Lass uns nach links gehen. Weil wir sind ja sowieso schon hier links. Ja, jetzt schon. Also ich jedenfalls, ich weiß nicht, wo du bist. Wo durchgelaufen schon, ne? Bist du schon vorgelaufen? Nein, ich habe mich vorhin teleportiert. Wohin? In den Sumpf oder was? Ja. Ich dachte hier, der Weg hier bei uns, bei mir links, Wegmarke Katal. Oder führt die in die Provinz Metria? Die führt, glaube ich, in die Provinz. Ja gut, dann... Achso, da oben hast du dich hin teleportiert. Ja. Gut, dann würde ich sagen, auf zu neuen Ufern, ne? Yay! Dip, 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 dip. Endlich! Brisbane Wildnis. Das Ascalon war anfangs Gebiet von 1, ist also jetzt Schargegend. Ah. Oh cool, das Bild ist voll cool. Wow. Desktop. Ja, wieder mal. Oh, Dschungel. Ich liebe sowas ja, ne? Neues Event in der Nähe. Naja, sprechen wir erstmal hier mit der Speerin. Achso, wir wollten eigentlich die Story machen, ne? Stimmt. Die Brisbane-Wildnis ist ein abgeschiedenes. Aber ich glaube, das schaffen wir von der Zeit her nicht in der Viertelstunde, oder? Nee, schaffen wir nicht. Der Albtraumhof hat sich in den Höhlen und bei unserem verehrten Baum im Norden breit gemacht. Lasst Vorsicht walten, wenn ihr dorthin reist. Die Katze. Ja, ja. Ja, oh, er muss jetzt noch eine Stunde warten auf sein Essen. Das ist daran habe ich auch gerade gedacht, das sagt er mir wahrscheinlich auch gerade. Wie du bist. Oh. Arme Katze. Der kann das ab. Er muss das abkennen. So. So, okay. Vereitelt die Pläne des Albtraumhofes bei Freudentod. Zeigt dem Albtraumhof, dass er nicht willkommen ist, indem ihr das Gestüpp in Brand setzt. Durchsucht die Albtraumknollen nach Gefangenen. Okay. Ach, den Teleport haben wir schon bekommen. Und jetzt macht er Stress auf dem Tisch, ne? Nur ein Moment. Entweder kriegt er jetzt Ärger oder Essen. Eins von beiden. Ich höre es poltern. Ärger natürlich. Also wenn er Essen kriege, würde er Stress macht. Nee. Okay, ich habe gerade Holz gefällt und bekomme ruiniertes Holzscheit dreimal. Cool. Warte. Hört sich gut an. Wo hast du den Holz? Holz hier bei mir. Holz. Ihr seid mir ein Rätsel. Sagt mir, was ihr tut. Hä?
Wo bist du denn dafür hingelaufen? Komm doch hierher zu mir. Ja, das versuche ich gerade. Wo läufst du denn hin? Ich laufe einmal außen rum. Hä? Ich kümmere mich so lange um den Händler und verkaufe mein Zeug. Nein, mal im Ernst, wo bist du denn hingelaufen? Ach, hier oben ist das direkt mit drin. Ah, ich bin da einmal außen rumgelaufen. Ja, geschmeidiger Holzblock. Ach, du kriegst tolle Sachen, ne? Krieg ich ein verrottetes Zeug. Was ist das da links überhaupt? Diese Zahnräder. Hügelstadttor offen. Okay. Wird wohl eine riesige Stadt sein oder so. Naja, wir müssen helfen. So. Oh, ich laufe schon wieder den falschen Leuten hinterher. Ich gerade gewundert so, hä, was hast du für ein neues, cooles Tier? Und dann sehe ich so, oh, warte. Das ist nicht der Charakter, dem ich folgen sollte. So, die Castor-Kamera. Kammern, nicht Kamera. Ach, das sind ihre Tiere. Die hat zwei. Also wahrscheinlich ein Haustier und ein Begleiter. Hm, ja, ich habe ja so gesehen auch zwei Tiere. Yeah. Oh Gott, bitte dich. Nein. Ja, man merkt schon, dass die Gegner hier einige stärker geworden sind. Echt? Ich merke davon noch nichts. Geschmeidiges Holzzepter. Natürlich schlechter als meins. Sieht zumindest anders aus. Oh, das ist einhändig. Dann ist das einhändige aber besser. Ich nehme das einhändige. Ja, wieso nicht? Zusammen mit dem, was ich mir seit Ewigkeiten aufspare. Wo ist es? Da. Ja. Neue Fähigkeiten. Habe ich mir eine Peitsche zurück? Nein. Oh, ich bin ein Ziff. Ne? Was? Es gibt nur noch wenige Spieler auf dieser Karte. Wollt ihr zu einer dichteren, bevölkerten Version dieser Karte befördert werden? Ja, ja. Da kriegen wir mehr Erfahrung und so. Ja oder nein? Ja. Ja, die sind halt alle zum Boss schon mal gegangen, ne? Das kann gut möglich sein. Ja, 10 Minuten. Ich bin ein Ziff. Nimm dich. Das ist so cool. Ah, okay, guck mal hier. Oh, ich humpel. Mit der. Okay. Oh. Jemand hatte mich verkrüppelt. Ruiniertes Holz, was? Holz, Erz etc. heißt, ihr müsst eure Spitzhacken sichern mit einem höheren Level kaufen. Ah, okay, danke. Ja, genau, vielen Dank dafür. Ich dachte, das ist einfach nur mein Pech. Hätte ja gepasst, ne? Ich bin voll der Ziff, Alter, das ist so cool. Ja, ich merke das schon. So, man muss die anderen Fähigkeiten testen. Obwohl, ich habe noch nicht alle, egal. Ich gehe jetzt durch, alle meine Fähigkeiten bei den Gegnern. Mach das. So. Das ist meine Eins, okay. Ja, ist in Ordnung. Ich kann... Ja, mal ein Komet schmeißen. Zerfetzte Kluft, cool. Ich kann eine Feuerwand machen wahrscheinlich, ja. Bereit für mehr. Okay. Und die Ultimate. Toll. Eine kleine Aura. Süß. Na gut. Weiter mit Wasser. Die Eins. Ich muss sagen, Elektrizität mit Ziff war echt bisher noch der Knüller. Ja, na, ich schätze mal, irgendwann musst du alles irgendwie mal einsetzen. Meine Ultimate ist irgendwie random. So, Blitz hatte ich noch die 3. Ach gut, das war der verbesserte Strahl. Dann habe ich noch die 4. Ah, den kenne ich. Ah, stimmt. 4 und 5 kennen wir schon von meinem Handviech, von meiner anderen. Von meiner linken Hand. Okay. Gehe ich mal zur Erde über. Erde. Okay. Boom. Und? Fällt euch lohnt sich? Ja, also die Elektrizität finde ich ganz cool. Ich will jetzt irgendwie auch so ein Steinschild. Oh, das ist cool.
Aber ich mache immer noch einen auf Sith Lord. Finde ich cooler. Ja, ich merke schon. Die Quest abgeschlossen. Was schon? Ja. The fuck. Ich muss mich bei. Nimm dich! Ich klatsch dich an die Wand. So, einmal den, den und dann kriegst du die Sith-Power zu spüren. Hör auf, meine Gegner zu töten. Ich brauch das. Warum? Ich muss auch was töten. Ich mag töten. Ich brauch das für meine Quest. Was ist das? Was hast du denn da für eine komische Pflanze? Die hab ich ausgegraben. Ja, ich merk schon. Ihr gräbt ja einfach so eine Sachen aus. Ups. Ja, sobald ich ihn einmal gehittet habe, geht das schon. So, 1 von 16. Yay. Ja, ist doch cool. Also jetzt sagen wir mal so, circa 5 Minuten haben wir noch. Ja, lass uns zurück. Also jetzt nicht, ich meine jetzt, bis wir zurückgehen müssen. Ja, passt schon. Wer verkrüppelt mich ständig die ganze Zeit? Ich glaube, das sind diese Würmer. Dreckswürmer. Oh, Erz. Ich sehe Erz. Yay. Aber jetzt habe ich meinen tollen Speedbuff nicht mehr. Naja, egal. Das heißt aber, Erz müsste ich auch eigentlich schlechteres bekommen, oder? Nee, Silbererz. Lapis Nugget. Ja. Ja, also ich bekomme auf jeden Fall, warte. Aber ich hatte ja, glaube ich, schon bessere Sachen gekauft. Kupferspitzhacke. Ja, ich muss mir auf jeden Fall neue Axt holen. Wo ist hier der Händler? Schade. Ich brauche eine neue neue Spitzhacke. Aber komisch, dass ich die Axt dann. Tatsache. Wieso habe ich eine Eisenaxt und eine Kupferspitzhacke. Sag mir das mal. Genau, du? So. Alles hat ein Recht zu wachsen. Wo ist denn die Händlerin, die mir die Äxte und so verkauft? Siehst du das? Da. Eisenstahl. Die Frage ist, was habe ich jetzt? Heldi. Na, jetzt haben wir Kupfer. Also bei mir funktioniert es mit der Eisenholzfäller-Axt. Also ich habe eine Eisenspitzhacke. Gut, das ist auch kein Wunder, dass ich ein normales Eisenerz bekomme. Gut, dann brauche ich einfach nur eine Eisenholzfäller-Axt. So. Ja. Und den Rest verkaufe ich dann. Nö, falls ich noch irgendwann mal farmen will oder so. Auch den Rotz kannst du gar nicht verkaufen. Die sind natürlich schade. Ja gut, dann würde ich sagen, lohnt nicht mehr irgendwas anzufahren. Wir gehen jetzt zurück und gucken uns die ganze Sache einfach mal an. Ja. So, wo müssen wir da in den Sumpf? In den Sumpf sollten wir. Ich würde einfach sagen, dass wir in die Mitte gehen. Also Zwielichtgarten. Ja, können wir machen. Ja. Mhm. Und was ist mit Levelbelohnung? Keine Ahnung. Nee, das war jetzt auch mehr. Ja, ich weiß, ich sehe das im Chat. Keine Sorge. Hier ist ja auch ein Portal. Hast du das gesehen schon? Ich bin noch im Ladescreen. Ja, aber warum bist du da oben hingegangen? Wir wollten noch zurück? Ja, aber ich habe doch gesagt, lass uns in die Mitte gehen. Zum Zwielichtgarten.
Geh ich doch. Echt? Du wirst mir oben angezeigt. Ja, weil ich durch das Portal gegangen bin. Ich meine, ich teleportiere mich doch nicht jetzt und warte da so lange. Aber ich, ach so. Ich glaube, dass mein Spiel abgeschmiert ist. Aber was ich interessant finde, ist, was ist das hier? Ach so, ah, ja, alles klar, die Axt war eine Levelbelohnung. Ah, ja, klar, das erklärt natürlich, warum genau dieser eine besser ist. Ja gut, ich muss den Tastmanager starten. Bei mir reagiert das gar nicht mehr. Na nun. Schon, ja, schon zu voll. Ja, dann, wie gesagt, beeil dich, das mal 4 Minuten. Ja, ich beeil mich. Ich habe den Tastmanager gestartet, aber dann geht nicht auf. Sprecht leise, Reisender. Hier wimmelt es nur so von Anhängern des Albtraumhofs und der Zwielichtgarten ist eines ihrer Hauptlager. Die erstgeborene Kate hat sich bereits auf den Weg gemacht, um Großherzogin Faulein zu finden. Ja, ich kann nicht mal den Taskmanager benutzen. Das ist blöd. Na dann, Wer spielt immer im Vordergrund ist. Steuerung Alt entfernen. Ja, damit rufe ich ja den Taskmanager auf, aber dann kann ich ihn ja nicht sehen. Ja, dann Alt F4. Bringt auch nichts. Dann hilft nur entweder auf dem zweiten Bildschirm über diese Leiste starten. Du hast ja auf dem zweiten Bildschirm hast du ja auch, falls du da mit der Maus hinkommst, die warte, ich glaub, Leiste, ich worüber du den aufrufen kannst. Verschieben? Nee. Oh mein Gott. Sieht sie hübsch aus? Das ist so hübsch. Das ist richtig hübsch. So, okay. Das Mensch habe ich schon rübergezogen bekommen. Bam! Guild ausgeschlossen.